Dann geschrieben, aber nicht dann kommt er gleich, sondern dann mit einem N, dann Daniel. Und den haben wir jetzt als Talkgast, der wird uns nachher auch noch ein Liedchen singen. Wir freuen uns, Sie kennen ihn alle, oder tun wenigstens so, auf dann Daniel. Er sieht mir aus, von wegen Koch, du siehst mir aus wie ein Oberkellner, muss ich sagen. So. Warum jetzt das? Naja, so das ganze Outfit, Styling und so. Ja, irgendetwas muss man ja anziehen. Gut, das war schon mal die erste Folge. Ja, nun lernen wir davon, nun lernen wir davon. Du, vielleicht hätte uns Nockert besser gefallen. dann Daniel. Daniel scheint ja wohl dein richtiger Name. Du bist Koch im Zermatt. Also völlig zermatscht, also... Zermatscht. Zermatscht im Koch. Zermatt. Koch im Zermatscht. Wie? Nee, in Zermatt. Du kennst Zermatt nicht? Nein, zermatscht das Essen hast du. Zermatscht das Essen? Ja, also Koch. Nee. Eintopf. Das ist dann geessen, wenn zermatscht, wenn es die Leute auf dem Teller lassen. Und dann kommt es als Suppe wieder raus. Ja. Dann ist zermatscht. Ja. Das kennt er nicht, das Matterhorn. Hat mich heute gefragt, wo das liegt. Ja, mit dem Schneebesen aufs Matterhorn. Mit dem Schneebesen? Das Matterhorn soll abgetragen werden wegen seiner Gefährlichkeit, damit der kleine Watzmann nicht immer abstürzt. Das haben wir jetzt nicht verstanden. Das habe ich angenommen. Ja. Es ist in der Nähe vom Matterhorn. Dort hast du eine Restauration. Ja. Ja, in direkter Konkurrenz mit Art Furrer? Nicht. Nee, wir arbeiten... Ja. Zusammen. Ja. Die Gäste, die nicht zu mir kommen, die gehen zu ihm. Das war gut, hast du nicht mitgekriegt? Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Aber du hast ja keinen Hotelbetrieb, sondern nur zermatscht. Zum Essen. Zum Essen, ja. Singst aber noch dabei, wenn der Laden zu voll ist? Nee, das könnte ich eigentlich nicht, sonst hätten wir keine Gäste mehr. Ja. So schlecht sind wir. Nein. Nee, die Technik ist heutzutage sehr gut. Ist das denn jetzt ein Feinschmecker-Restaurant mit drei Tischen oder ist das so eine Massenabfertigungs... Es kommt eigentlich immer darauf an, wie viele Leute sich angemeldet haben. Je nachdem standen wir die Tische raus oder rein. Also immer voll eigentlich. Ja. Ja. Und das ist in Zermatscht. Mittendrin. Mittendrin. Wie heißt denn der Laden, damit wir auch gleich ein bisschen werben können, weil die Platte sich ja nicht verkauft? So eine Frechheit. Die Platte verkauft sich sehr gut. In allen Sportgeschäften haben die letztes Jahr im Sommer sehr gut verkauft als Frisbee. Was willst du mehr? Ach so, ja. Als was? Als kalte Platte. Als kalte Platte, meint sie. Naja, wenn man sie nicht... Man kann ja auch so eine Single als Kaffeeuntersetzer im Restaurant sein. Ja. Aber du hast einen Hit gelandet mit dem Titel Matterhorn. Und kochst trotzdem weiter. Natürlich. Bist ein typischer Schweizer, gehst total auf Nummer sicher, kann man sagen. Ne? Du würdest auch noch kochen, wenn du die erste Million, die du ja nicht geschafft hast, bist du ja jetzt bei der zweiten. Ja. Ja? Nee, da würde ich schon weiterhin kochen. Ja? Ja. Allein für sich selbst. Nein, für die Gäste. Ach so, für die Gäste. Nicht gerade für solche wie dich, aber... Selektiert ihr an der Haustür, wer rein darf? Ja, wir machen... Habt ihr so ein Fenster, so wie in diesem Club? Das ist eine große Glasscheibe. Ja, und wer steht da und sortiert die... Ein Spiegel. Ah ja. Und dann schrecken die Leute selbst... Vor sich selbst zurück. Ach so, ja. Zum Wohl. Ja. Hier ist es so heiß. Na Junge, du bist der Jüngste von uns hier. Ja. Fängt er an, beschwert sich halt, wir hängen hier eine Stunde rum. Ja. Ja, und der kommt hier nach 3 Minuten und sagt, es ist heiß. Was ist denn das für ein verwöhnter Bingel? Ja. Die vertragen ihr seid halt nichts mehr, seid auch Jungen. Alle doof. Und ich bin zum ersten Mal da und ich bin unheimlich nervös. Und man hat mir am Anfang von der Sendung gesagt, du kommst hier raus in die Höhle des Löwen. Jetzt komme ich hier raus in die Höhle und sehe keinen Löwen. Jetzt bin ich irgendwie schockiert. Ja, du sollst eigentlich jetzt mal denken, welche Tapse, die von Gitti oder von mir? Wenn du Aber erzähl mal, wie bist du zum Schlagersänger geworden? Na,
Angefangen hat alles eigentlich in der Badewanne. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Nee, ich spiele nebenbei ein bisschen Theater. Und dort habe ich, währenddem die anderen auf der Bühne standen, immer ein bisschen gesungen. Mhm. Und das ging denen so auf die Nerven, dass sie mir gesagt haben, geh doch und melde dich beim Schlagerwettbewerb an. Und dort habe ich dann angefangen. Beim Schlagerwettbewerb? Mhm. War das Grand Prix de la Chanson oder so in den Grand Prix vom Wallis. Ah ja. Mhm. Das ist ein bisschen kleiner. Waren dafür. Nur 3 Nominierungen, nicht? Was haben schon deine anderen mehr. Beiden Brüder gesungen? Da hast du dann den ersten gemacht. Nee, der letzte war ich. Aber das Publikum hat mich zum ersten auf den ersten Platz gesetzt. Das ist komisch, die haben manchmal Mitleid mit den Schwachen. Das habe ich auch schon öfter gespielt. Also nicht bei mir selbst, sondern das merke ich so bei euch auch so. Wie bei mir? Wie die so mit Mitleid euch auf einmal mit Applaus zu decken. Und dann denkt ihr, ihr seid gut. Aber das hilft, ja, das hilft. Und die Walliser sind ohnehin ganz tolle Leute. Ja? Ja, toll. Sie war da. Doch, jetzt ohne Quatsch, wirklich. Ich liebe auch die Sprache, es ist toll. Opschi, Euschi. Brehenbrüf. Nennt man das? Brehenbrüf. Brehenbrüf. Das einmal übersetzen. Ein Breh ist runter. Ein Brüf ist aufig. Und was ist ein Euschi? Uns. Ischi. Bei uns ist ein Euschi dahinter. Ja. Du hast recht, meistens ist so ein Arsch dabei, hast du wirklich recht. Ja. Du singst uns jetzt die französische Version von, wie hieß das noch, Matterhorn? Mosserva. 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 Hat das nicht auch schon mal Gilbert Beaucoup gesungen? Nein, Mosserva. Das war... Und hält sich immer ein Ohr zu. Mosserva. Nein, das war Vincent van Gogh. Da hat sich ein Ohr abgeschnitten. Ja, deshalb hat es ja zugehalten, dass es keiner gesehen hat, dass es ab ist. Naja, wollen wir uns jetzt über Appe Ohren unterhalten oder wollen wir uns den Titel noch reintun? Na, ich dachte, du wolltest ein bisschen mehr. Kulturell dich auf die Höhe bringen, aber lassen wir das. Dass deine Kultur ist, über Appe Ohren zu reden, ja? Das ist die Freikörperkultur. Aber lassen wir jetzt müssen wir uns ausziehen, aber erst noch. Ich weiß nicht, was ich noch sagen muss, ehe ich dich jetzt rüberkriege in die Schuhtichko. Also, ich geh schon. Mosserva, hören Sie jetzt? Ich mach rüber, wir verabschieden uns, sehen uns in 14 Tagen wieder aus dem Hotel International in Zürich und hören jetzt dann Daniel mit seiner...